Halt, was sie möchtet von mir? Ein cooler neuer Body halt. Aha. Ja, und wie viel neidet? Ich brich der echte Generalüberholung. Aha. Ist der TÜV abgelaufen? Ja, wie viel denn dann Wohnen? Und wie viel wo weg, ha? Also ich hab gedacht, so halt. Ja gut, dann... Oh, der will immer ja. Dann nehmen Sie doch mal da einen Platz. Cool, geht's gleich los. Wisst ihr, wo es nämlich so einen Casting-Wettbewerb wie eine Schwaben sucht, die Super-Babsi. Hinter der Vorhang und meditiere. Meditiere? Ja, meditiere. Das Gehirn frei machen. Das geht natürlich auch bloß, wenn man alles hat, ne? Cool, dann suche ich halt einmal, gell? Also, tschüssi! Waltraud, das geht doch nicht gut. Natürlich geht es gut. Die lassen wir jetzt daheim 3 Stunden sitzen und meditieren. Und dann schicken wir sie wieder heim, weißt? Ja, und mit welcher Begründung das mal? Ach so. Du, Spritzpistol vom Liebeliebling ist verstopft, So, und jetzt suche ich den Klaus. Und der soll mir jetzt mal erzählen, was der mit der zum Schwätzen hat, mein Lieber. Aber Waltraud, wenn der Herr Doktor erfahrt, was mir heute hätte veranstaltet, dann hätte mir heute hin das letzte Staubibeli aufgewischt. Ach, Gundi, Putzfrau braucht man doch überall. Aber das Zimmer dahinter, das habe ich so gern putzt. Das ist so ein schöner Laminat. Gundi, was gibt Laminat, Linoleum und PVC gibt's doch woanders auch. Aber der Herr Doktor, der hätte mir irgendwann mal schön machen können. Gundi, du bist doch schön. Was sagst du jetzt bloß so? Mensch, soll ich dir den verknutschen, hä? Heide, nein, das Theater daheim muss doch bloß so lang gespielt werden, bis der Klaus wieder abreißt im Glaube, es hätte alles seine Richtigkeit, Mensch. Aber wenn der Herr Doktor dann doch erfahrt, was wir da hätten veranstalten, dann setzt er uns beide vor dir. Ach, ist doch egal, ist immer noch besser, als im Klaus einzugestehen, dass ich bloß eine Putzfrau bin. Mensch, Gundi, das ist eine Frage der Ehre. Null, das ist eine Frage vom Zahltag. Du darfst mich jetzt nicht hängen lassen. Und du glaubst, du kriegst es nach? Natürlich glaub ich das. Du nicht, ha? Oh, lauter Ohrgläubige. So, und jetzt gang ich und such den Klaus. Aber Waltraud, du kannst doch nicht schon wieder das Bier über die Hose nehmen.